Internal Server Error. Anscheinend darfst du dich nicht über Dimensionen hinaus warpen. Ich hab mich nicht geworbt. Seltsam. Geworbt. Geworbt. Danke für das Enderei. Das brauchst du, um den Kuchen zu essen. Ah, warum müsste ich den Kuchen essen wollen? Damit wir ins Ende kommen. Ah. Reicht das eine Stück dafür? Ich glaube schon, den endlich halten. Können wir? Kannst du den blöden Dämon wieder reinrufen? Der nervt mich. Warte mal, ich leck grad wie noch was. Einrufen. Vielen Dank. Oh Mann, ey. Was machst du denn? Ja, was mach ich? Dein Server läuft anscheinend nicht gescheit. Also oh, jetzt bin ich im End. Bisher ging's ja. What the fuck? Ja, dann mal hinterher. Ah, okay, man muss den mit Enderaugen aufbauen. Na dann. Wobei ich mich wundere. Hier in der Nähe sehe ich keine Endeplattform. Soll ich Wo mein ich Enderauge denn? jetzt auch noch da reinschieben, oder? Danach kann man ihn wahrscheinlich essen, wenn er voll ist. Was das jetzt soll, keine Ahnung. Seid ihr schon da? Ne? Nein, der Kuchen will irgendwie nicht mehr. Das letzte Stück lässt sich nicht aufsetzen. Ihr verschießt damit die Eye of Ender nur noch. Ich muss das mit Shift machen. Übrigens, das war ein ziemlich lautes Rauschen. Was von mir? Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gehört. Nein, mit Shift geht's auch nicht. Aber die Ja, Expl dann. Gib mir mal, beziehungsweise baut euch mal Warp-Bücher und ich mache euch Warp-Pages. Danke, Auch gut. Simon. Was wo? Wer für ein weiteres Warp-Buch? Ah ja. Dass sich der nie gescheit synchronisiert. Bei mir läuft's. Bei mir nicht. Oh Mann. Dann lass uns vielleicht doch mal sein, das ist doch ein bisschen was sehr viel Aufwand. Oder? Ich würde ja gern, aber dauert 50 Sekunden, um Crafting Terminal zu öffnen. Nur damit er mir dann nichts anzeigt. Ja, bringt ja eh nichts. Wir brauchen ja Enderperlen für die Warpbooks und Pages. Ach, und die haben wir gar nicht. Die haben wir nicht mehr. Nein. Hups. Die sind im Kuchen drin. Bin mir ziemlich sicher, dass unsere Enderperlenfarm da oben komplett ausgereift ist. Nee, Warum esst ihr den Kuchen denn nicht? Weil der nicht weil es nicht essbar geht. ist. Der ist essbar. Nein. Wenn ich den jetzt esse und der geht, dann hau ich euch. Okay. Hat die Erlaubnis. Warum geht es nicht? Ach, weil ihr wahrscheinlich nicht hungrig seid oder so. Ich habe jetzt auch mit Hunger schon versucht.
Und der Kuchen ist noch nicht ganz voll. Wenn er voll ist, kann man wahrscheinlich oben drauf noch eine Enderperle drauflegen oder so. Aber die letzte Enderperle lässt sich da nicht reinschieben zum Auffüllen. Nee, weil ich hab den Kuchen schon mal gegessen. Der musst du musst nur ein Stück wieder dran tun und wieder wegfressen. Okay. Das geht, aber du brauchst genügend Hunger. Seltsam. Ja gut, dann müssen wir das wohl mit Hunger machen. Also hungern wir uns mal eine Weile runter. Wo ist denn... Ach, der Sludge-Boiler hat gar keinen Sludge mehr. Nö, ist alles vollkommen sauber inzwischen. Ja, Energie verschwenden. Das ist ein ganz großer Maßstab. Wie die Profis. Wer von Leben regenerieren muss, soll das ja auch nochmal gehen. So, haben wir jetzt Hunger? Ich noch Nein. nicht. Die Kartoffeln halten fast ewig. Das Nourishing Meal hält fast ewig. Was ich immer esse, wenn ich erst ein halbes Herz, ein halbes Fressen Hunger brauche. Ja. Mein Nourishing Meal waren die Kartoffeln auch. Ach, du hast ja die Dingskartoffeln, ne? Loaded Potatoes, genau. Das kann auch eine Weile dauern. Nein, doch nicht. Da kommt der Hunger. Dann versuchen wir es nochmal. Ja, es klappt. Sag ich doch. Plattform. Warten wir doch auf Karl. Ich wollte gerade sagen, das ist echt nett von euch, aber ich bin halt echt noch nicht da. Hier ist super gemacht. Was denn wie? Du hast ihn aufgeweckt. Ist ja egal, dass ich noch nicht mehr in der Nähe bin, weil ich immer noch kaum Hunger habe und was nicht alles. Ja, wir lassen ihn ja noch in Ruhe. Wo dann seid ihr? Ich hab keine Ahnung. Im Ende. Dann. Ah ja, da sehe ich Noob wenigstens, okay. Da. Wo ist Simon? Ich weiß nicht, wo Simon ist. Er greift mich an, Greift zurück. Sehe ihn nicht mehr. Tod! Wo ist hier? Ach da, direkt über mir. Ihr seid einfach viel schneller als ich, ne? Also, wer fliegt da so mit unglaublicher Geschwindigkeit hinter dem her? Ich. Simon. Warum? Wo ist die Geschwindigkeit her? Aus der Flight Potion. Und dem... Ich will wenigstens einen Treffer da rein landen, bitte. Ding. Ja, ja, dann land du mal einen Treffer. Oder auch... Okay. Und ich glaube, das war Noob, der den Treffer gelandet hat. Ich weiß nicht. Ja, wenn du direkt neben mir bist, ich habe, glaube ich, jetzt immer noch keinen Treffer gelandet, weil er nicht brennt. Ja, dann ich glaube, der kann nicht brennen. Der Nachteil, ich fliege mit dem Zauberstab der Kahn, der ist nämlich fucking langsam. Dann hättest du einen Flugpost nehmen können. Sorry, ihr seid ja ohne mich losgegangen, ich wollte euch hinterher.
Nicht meine Schuld, dass ihr einfach los seid. Ach, mir auch egal. Okay, komm, dann hau rein. Ja, wie denn bitte? Nein, die ganze Experience. Tja. Wer hat die ganze Experience wohl gekriegt? Nicht ich. Also, ich hab 35 Level. Ja, ich hab 3. Ich hab 4. Und ich überspringe dieses Ende. Ich nicht, denn ich verabschiede mich damit. Jo. Dann ich auch. Tschüsschen und so, ne? Jo, ciao. Tschö. Aber ich glaube, anders ist das, glaube ich, jeder mindestens einmal schon gesehen. Oder haben die da irgendwas geändert? Das wäre natürlich auch möglich. Was macht eigentlich das Ender-Eye von Ex-Aliquo? Das Golden-Eye? Nein, das Ender-Eye. Kein Plan. Darf ich es mal Nee, lieber nicht. Vielleicht kommt dann der Drache nochmal oder irgendein Scheiß. Jo, das war's dann für heute. Ja, da wird er eh nicht da ist und es eh schon zu spät ist, also kein Maika. Nebenbei, war das den Enderdrachen besiegen wichtig in irgendeiner Art? Nö. Ehrlich nicht. Höchstens für das Ei. Das habe ich. Und es steht eins auf dem Preis. Kurz weg. Ja, das war jetzt einfach mal so, um dem Ganzen eine vernünftige Abrundung zu geben. Tolle Abrundung, wenn wir das nächste Mal wieder aufnehmen werden. Und nächstes Mal haben wir die Abrundung, dass wir die gesamte Map wahrscheinlich in Luft sprengen dürfen. Wenn nicht, dann machen wir es so. Aber vorher machen wir Backup von der Map, oder? Ja. Ich würde nämlich gerne nur ein Backup in die Luft sprengen. Weil gerade Skyblock-Maps komplett zerstören ist, finde ich irgendwie immer so ein bisschen. Und wenn, dann würde ich es nicht einfach mit TNT hochjagen. Ich würde es vielleicht irgendwie mit ein bisschen Stil machen. Heißt? Keine Ahnung. Wollen das Ei platzieren? Nein, das ist doch langweilig. Muss mal gucken, was das macht. Ich weiß jetzt mittlerweile gar nicht mehr, ob du noch aufnimmst oder nicht. Ich nehme noch weiterhin auf, ja. Echt? Warum? Einfach so, ich bezweifle jetzt recht, dass... so weiter, ne? Ah ja, klingt auch nicht mehr so toll jetzt mittlerweile. Und ach. Markus ist auch schon weg, also... Ja, ist ja egal, du warst letztes Mal auch. Ja, wie gesagt, muss man gucken, was dieses goldene Ei macht. Das ist einfach nur so... Birdie spawned oder... vernünftiges. Dirty? Was? Dirty?
Ey, yo, nicht. Chaps and Chaps, Game Chap and Dirty, how? Game Chap and Dirty? Dirty. Du hast grad Dirty gesagt, nein, weil Dirty er grad gesagt. Dirty. Hast du nicht. Doch, wie ich das gesagt habe. Und wie ich das D gehört habe. Du willst das D doch nur. Da war kein D. Das ist nicht für dich. Aber für mich, oder wie? Auch nicht für mich. Nein. Ja, für ihn sagst du Dirty, ne? Er hat selbst Dirty gesagt. Game Chap ist Dirty. Was? Das ist aber auch witzig, wie ich einfach in den Nether bin und einfach 30 Herzen verloren habe. Was? Ich bin nur mit meiner roten Lebensleiste im End gewesen. Okay. Ich habe jetzt gerade einen Regeneration Flask gesoffen, weil ich einfach gerade endlos regenerieren muss. 30 Herzen. Ich werde das so vermissen, wenn ich das nächste Mal ohne Mods spiele. Einfach 40 Herzen zu haben. Einfach sich in eine Horde Creeper stellen zu können mit seiner Rüstung und einfach die ganze Horde zu überleben. Ohne zu blocken mit einem Schild oder Schwert halt. Hörst du jetzt wohl auf zu nehmen? Nein. Doch. Die Story ist immer nicht vorbei. Das ist so, so mitreißend, das Ende. Ach, die Story läuft? Na, ich hab gedacht, die ist dir weggeklickt. Okay. So, okay. Jetzt laufe ich durch diese ganze emotionale Story durch. Naja, groß erzählt wird da eh nix. Boah, hat einen netten. Abgesehen davon, dass ich das hier auch nicht komplett durchgelesen. Nein? Nein. Sagen wir so, es wirkt unfertig, genau wie das ganze Ende unfertig wirkt. Die wollten unbedingt ein Ende haben. Für ein Spiel, was eigentlich kein Ende braucht. Und wenn, dann braucht es ein episches Ende. Und sich praktisch hinzustellen und einen Bosskampf zu machen, der auf Deutsch Bogencamping heißt. Ja, für uns ja nicht mehr. Ja, aber im regulären Minecraft. Da kannst du nur Bogencamping spielen. Oder dich eben in die Rüstung hinstellen, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, und einfach warten, bis der auf einen zufliegt, das geht auch recht gut. Aber ansonsten, dies war Minecraft, Ende. Der Abspann geht eine halbe Stunde oder so, ne? Bei Viertelstunde geht der auf jeden Fall, da kannst du einen eigenen Part draus machen, oder so ein extra Part. Oder ich schnipsel es einfach weg. Die Freiheit kann ich mir jetzt ja nehmen. Der Snowfire labert in die tollen Ending Credits Part. Ich kann doch gerne ein klein wenig schneller scrollen. Nein, kann es nicht. Das soll ein episches Ende sein. Auf dem Dreckhintergrund. Das ist das Minecraft-Schaubild. Das besteht. Schau mal, der Titelscreen ist der Dreckhintergrund. Zurück zu den Anfängen. Siehst du nicht die tiefere Bedeutung da drin? Nein. Gut, ich auch nicht. Ugh, 3 Uhr morgens. Fast, ja. Haben wir jetzt irgendwie 3 Stunden aufgenommen? Oder 2 wenigstens waren das, oder? Sieht sich ja keiner mehr an. 2 Stunden, 8 Minuten. Hast du es jetzt abgebrochen? Nein.
Und jetzt kommen die Credits. Die gehen auch noch mal eine Weile. Disney. Glaube allerdings, die werde ich abbrechen. Keine Kreditgeber. Ja. Glaube ich, weiß ich nicht. Gott, haben wir ganz kurz viel Lust auf Minecraft Classic bekommen. Ich nicht. Also bist du wieder im Spiel, oder? Nein, läuft alles noch. Hattest du nicht vor, die Credits abzubrechen? Hatte ich überlegt. Okay, ich bin aus dem Server raus. Das war mir zu doof. Wer jetzt noch zuschaut, kriegt einen imaginären Keks. Und wer jetzt sagt, mit dem imaginären Keks ist voll von Zombie geklaut, der hat recht. Dann kriegt ihr jetzt imaginären Quäse. Ich möchte auf aber nicht, Keks. Dass Quäse unser Maskottchen wird. Wird es auch nicht. Du bist aber auf dem besten Weg dazu, es zu machen. So, du mich auch. Wieder. Du lebst wieder? Lebe wieder. Hast du es echt geschafft, die Credits durchzuhalten? Ja. Schluss.